So, da sind wir hier mit dem einzig wahren Yannick Schümann und wir sind hier auf der Premiere von Indiana Jones 5. Was verbindest du ganz persönlich mit Indiana Jones und mit Harrison Ford? Ich verbinde mit Indiana Jones Schatzsuchen, Schnitzeljagden, Suche nach Artefakten und dass ich das selbst liebe. Ich bin totaler Geocaching-Fan und Escape Room-Fan und Schnitzeljagd-Fan und deswegen wäre ich gerne Harrison Ford in Indiana Jones. Du hast ihn aber auch selber noch wahrscheinlich noch nicht getroffen, oder? Ich habe ihn noch nicht persönlich. Das war die Frage, ne? Nee, ich bin sehr aufgeregt. Ich bin sehr aufgeregt und wünschte eigentlich, man könnte sich Hallo sagen. Und ich wünschte, ich könnte ein Foto für meinen Vater machen. Na, vielleicht schafft es ja. Der Schnurrbart erinnert mich an Sissi. Dreht ihr gerade die dritte Staffel? Ja, oder? Wir drehen gerade die dritte Staffel. Wir sind jetzt bei der Hälfte und dreharbeiten noch bis Mitte August. Was auch cool ist bei dir, als wir das letzte Mal gesehen haben, da haben wir noch über diesen wunderschönen Film geredet. Ich glaube, hinter dem Horizont hieß er. Mit Luna Wedler. Dem Horizont so nah. Und zwischendrin ist viel passiert. Ja. Du hast dein Coming-out gehabt, was ich super mutig finde, weil viele Schauspieler darüber gar nicht reden wollen. Du hast es getan. Warum war es dir so wichtig, das zu machen? Und was kam so bisher so an Reaktionen eben, auch von der ganzen Community? Es kam ganz, ganz tolle, viele positive Kommentare. Das hat mich sehr gefreut. Ich glaube, der Auslöser war der, dass ich irgendwann gedacht habe, dass es meine Aufgabe ist. Man sucht ja, also nicht man sucht, aber ich habe nach einer Aufgabe in meinem Leben gesucht. Ja, was kann ich machen außer der Schauspielerei? Und ich hätte damals diese Person gebraucht, die mir zeigt, man kann auch erfolgreich als Schauspieler arbeiten und offen homosexuell sein. Und das wollte ich sein für alle möglichen Menschen. Wie sehr dich das auch emotional befreit? Sehr, ohne dass ich das vorher so wirklich gedacht hätte. Ja. Und letzte Frage noch, was hat sich für dich jetzt dadurch auch beruflich getan? Du hast gerade gesagt, trotzdem erfolgreicher Schauspieler zu sein. Also hast du jetzt nicht diese Erfahrung gemacht, dass irgendwelche Leute vielleicht sagen, so, den bucht man jetzt vielleicht nicht, weil er nicht mehr so dieser Frauenheld ist, weil die Mädels ja wissen, sie können ihn ja theoretisch nicht besitzen, weil du eben nicht auf dich stehst. Deswegen sehr viele Sänger, die jetzt so Boybands machen und so immer da sehr zurückhalten. Ja, nee, ich drehe jetzt die dritte Staffel Kaiser Franz, habe zwischendrin noch eine andere RTL Plus Serie gedreht, das Disco 76, die vielleicht nächstes Frühjahr rauskommt. Da spiele ich auch einen sehr heterosexuell gelesenen Mann. Ich warte auf eine schöne neue queere Rolle, ehrlich gesagt. Gibt es da eine Wunschrolle? Also irgendwas, wo du selber gerne mal sagen würdest, das würdest du gerne umsetzen? Vielleicht so eine Vorlage irgendwie von der Literatur oder sowas? Es gibt eine Literatur, mein absolutes Lieblingsbuch heißt auf Deutsch Das späte Geständnis des Tristan Sadler von John Boyne, aber es ist ein britischer Roman. Also er kommt aus Irland, aber der Roman spielt in England und deswegen, wenn er verfilmt werden würde, bin ich mittlerweile zu alt dafür und wahrscheinlich wird es in England verfilmt. In unserem letzten Interview hast du mal gesagt, du würdest gerne mal einen Tanzfilm drehen und fandst dann meine Reaktion so gut, dass ich sagte so... Disco 76 ist ein... Das war ein Tanzfilm? Ja, okay. Ja, ich habe einen Tänzer gespielt. Geil. Und wann kommt ihr? Naja, wahrscheinlich im Frühjahr, also vielleicht, aber das steht nicht fest. Okay, ich bin sehr gespannt. RTL Plus sagst du. Freut mich. RTL Plus sagst du. RTL Plus, genau. Okay. Genau. Gucken wir mal rein. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Ganz viel Spaß bei der Premiere. Dankeschön. Halt die Ohren steif, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis dann.